Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22, die unsere Alpen-Map. Und zwar, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, schon Folge 31, 30? Naja, auf jeden Fall haben wir schon einige Folgen hinter uns und wir sind jetzt gerade dabei, hier den Drescher umzusetzen, weil wir mit dem Rapsfeld hier auf der rechten Seite sind wir fertig. Und jetzt haben wir da drüben noch ein Weizenfeld und das werden wir ebenfalls ernten und das trifft sich, weil wir ja mit unserem Ladewagen da hinten das Grasfeld, jedenfalls das Gras dort gerade, die Grasschwart einsammeln und dann können wir nämlich anschließend gleich hier die Tour auch fahren, um das Stroh einzusammeln. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wir werden von oben, ja, wir werden auch hier natürlich erstmal eine kleine Schwart, Vorgewende fahren. Und zwar von oben runter. Das wird sich wohl anbieten. So. Werden wir hier mal wieder kurz einlenken und ja, fahren hier ein bisschen ins andere Feld rein. Aber nun gut, ich meine, ein bisschen Schwund ist immer. Augenblick, jetzt muss ich schauen, haben wir Strohablage? Quatsch. So war's. Jetzt haben wir Strohablage. Komm, schmeiß aus. Sehr gut. Denn das Stroh brauchen wir auf jeden Fall. Sehr gut. So, da unten steht unser Ladewagen. Ups, völlig falsch. Da unten steht unser Ladewagen mit dem, ja, Fendt. Und der Fendt hat einen Pöttinger und das ist ein Ladewagen. Jetzt drehen wir uns ein bisschen im Kreis, glaube ich. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass dieser Pöttinger ja jetzt eine Nummer größer ist und er hat natürlich jetzt einen Siliermitteltank auch dabei. Das hatte natürlich der Kleine nicht. Jetzt haben wir auch ein bisschen Siliermittel, was wir zugeben. Und damit werden wir hoffentlich auch ein bisschen den Ertrag der Silage etwas erhöhen. Das ist natürlich dann auch zu unserem Vorteil. So. Das Problem fällt mir jetzt gerade hier ein bisschen auf. Oder was heißt das Problem? Was natürlich ja nicht ganz so einfach ist auf dieser Map, ist natürlich hier das Zusammenlegen verschiedener Felder, weil hier natürlich immer meistens Bäume oder irgendwas dazwischen sind. Und das macht es natürlich auch ein bisschen kompliziert. Fällt mir jetzt gerade hier so auf, weil da geht das nicht. Da unten geht es mit den Birken nicht. Ja, und da drüben haben wir auch Bäume. Wir können natürlich die zwei Felder hier, das Grasfeld hier und mit dem hier zusammenlegen. Aber jetzt hier große Felder oder so weiter zu machen, alles ein bisschen schwierig. Natürlich wegen den Bäumen, das macht uns dann ja noch ein bisschen Arbeit. Aber ist ja auch nicht notwendig. Ich finde es gut, dass wir hier diese Feldgrößen haben. Da brauchen wir auch nicht den Wahnsinns-Drescher. Halt! So, ein bisschen rückwärts, ein bisschen Stroh verteilen. So. Ups. Ja, irgendwie steht der Kollege hier jetzt gerade ein bisschen im Wege. Okay. Ich würde schon gerne alles, ja, alles mitnehmen. Gut, den lassen wir jetzt hier laufen. So, da haben wir unseren Lamborghini mit dem Pöttinger. Und da schauen wir mal ganz kurz, ne? Da ist hier hinten, da ist der Siliermitteltank. So, jetzt fahren wir mal hier hoch und auch hier gilt, besser von oben nach unten. Okay. Ja, sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, da haben wir ja wieder ordentlich hier was zu tun. Auf Neumilibrunn, unsere Alpenmap. Unschwer zu erkennen, dass wir hier nicht an der Küste sind. Das sind wir in Neubartelshagen. Und das ist unser Big Farm Projekt. Also wenn ihr Bock habt, mal große Maschinen zu sehen, dann schaltet doch einfach mal ein. Big Farm hier auf meinem Kanal. Auf Neubartelshagen, da haben wir richtig schöne, große Karten, beziehungsweise Quatsch, Karten, große Felder. Und da haben wir ja letztens einen großen Ernteauftrag gehabt. Mit zwei Johnnies und im Glas waren wir da unterwegs. Also mit drei Dreschern. So, ich hoffe, der lädt. Der lädt. Ja, mit drei Dreschern waren wir dort unterwegs. Also wenn ihr Lust habt, schaut doch da mal rein. Big Farm Projekt hier bei mir auf dem Kanal. So, übrigens, was ich auch hier eingeschaltet habe, oder ich wusste gar nicht, ob ich es eingeschaltet hatte. Ich bin da jetzt gerade ein bisschen, weil hier beim Laden haben wir nämlich Füllstandslimit. Das ist mir nämlich jetzt erst aufgefallen, weil ich glaube, in Kürze bei 81% oder so sagt er schon, hier, die Hütte ist voll.
Und zack, da hat er's. Maximal 82%. Dann ist der Ladewagen voll. Okay. Ja, ich würde sagen, das lassen wir einfach mal eingeschaltet. Macht die Sache ein bisschen spannender und unberechenbarer, wenn es darum geht, wie viel Fuhren man fahren muss. Also das heißt wirklich im Endeffekt Füllstandslimit, dass der tatsächlich nach dem Gewicht geht. Und jedes Produkt hat ja letztendlich ein anderes Gewicht, ob es jetzt Gerste, Gras, Stroh. Wir können dann später schauen, wenn wir das Stroh einsammeln. Also bei Gras ist es bei 82% ist da das Maximal erreicht. Mal schauen, was da dann bei Stroh ausgibt, wie viel Stroh wir da laden können. Finde ich interessant. So, und ich würde auch sagen, das lassen wir eingeschaltet. Hat auf jeden Fall auch was. Und ist natürlich auch ein bisschen realitätsnäher, ist ganz klar. Denn es geht ja nicht um die Liter, sondern wir haben eine maximale Zuladung und die dürfen wir nicht überschreiten. So, dann würde ich den jetzt erstmal abladen, rüberspringen in den Kollegen hier, weil hier müssen wir noch das Raps ausladen in das Silo und dann fahren wir gleich mit dem rüber. Wobei, da müssen wir erstmal schauen, wo wir den am geschicktesten parken, damit er uns nicht im Wege steht für den Lamborghini mit Ladewagen. So, hier drin ist aber auch ganz schön dreckig, ne? Da ist einer mit dreckigen Schuhen reingestiefelt. So. Okay. Und schepper, schepper. Hatten wir schon eine Anzeige vom Drescher? Nein, ich glaube nicht, oder? So. Und dann hier wieder rein. Ja, doch, der Drescher ist voll, man sieht's. Das Rohr ist ausgefahren. Er ist einmal rumgefahren, hat hier nochmal den Kurs. Aber es passt schon. Dadurch können wir jetzt auch gleich ranfahren. Und dann steht der Kollege hier nicht im Wege rum für unseren Ladewagen-Fuhrpark. Ladewagen. Gespannt, jetzt habe ich's. So, gut. Und er ist leer. Treibt sich eigentlich Charlie rum? Charlie will bestimmt was fressen, oder? Ah, da kommt er. Gut. So, der Salat stapelt sich auch und wird ja auch nicht besser. Es ist noch ganz, ganz früh am Morgen. 7.45 Uhr. Also das heißt, wir haben noch sehr viele Möglichkeiten und ich muss mir auch überlegen, wie wir dann mit den Feldern umgehen. Ob wir da heute noch was machen, Feldarbeit. So. Jo, der Drescher wendet. Jedes Mal habe ich hier Angst, dass ich mit dem Ladewagen irgendwie an einem Ast hängen bleibe. So, dann fahren wir hier wieder hoch. Und fahren hier in die Spur rein. Und los geht's. Jo, er lädt. So, und bestimmt kommt da oben gleich wieder ein Zug. Oder? Die große Talbrücke. So, das passt hier soweit, ja. Da ist er doch, da ist er doch, der Zug, der Zug. So, jetzt müssen wir hier rum.
kommen wir hier rum? Ja. Und wieder ab. So, wie weit haben wir denn? 31%, 33%. Okay. Dann reicht's diesmal bis zum Ende der Bahn, oder? Ja, aber wir bringen es trotzdem schon mal weg, weil jetzt hier zu wenden, das bringt nicht allzu viel. Zumal es ja nur noch 2 oder 3% sind. Gut, den bringen wir hier weg. Und dann haben wir noch eine Fuhre Gras und dann können wir schon anfangen hier. Und wie gesagt, wir merken uns 82-83% und dann bin ich mal, wie gesagt, gespannt, was wir hier bei Stroh haben mit dem Füllstand. So, was wir mittlerweile wissen, ist, dass hier eigentlich keiner runterkommt. Das ist auch gut so. Denn ansonsten fahren die Kollegen ja schon relativ wild hier auf der Map, als vor allen Dingen, was auch das Abbiegen angeht. Die kennen da keinen Freund und keinen Feind. So, den Mukus geht's auch gut. Würde ich jetzt einfach mal so im Vorbeifliegen sagen. Könnte natürlich auch eine gewagte These sein. Nein, da bin ich mir schon sehr sicher. So, das haben wir ja alles im Blick. Pöttinger Faro. Ach so, ja, wir können ja mal hier zack, zack, zack das Maschinenschiff wieder anschmeißen, weil wir hatten ja gar keine Produktion mehr. So. So wie es aussieht, hat Hundi auch gegessen. Ist jedenfalls nicht mehr am Napf. Rumpel die Rumpel, voller Korntank, 80%. Wartet, wartet, wartet. Warte, warte, warte. Ja, okay, ich hoffe, dass er da noch rumkommt. Damit es auf der richtigen Seite ist. Dann müssen wir nicht rangieren. Ja, scheint zu wenden. Sehr gut, das passt. So, dann werden wir den jetzt erstmal hier abstellen und übersetzen bzw. übersteigen, umsteigen, so rum. Ja, voller Korntank. Da oben wird es eingeblendet. Man wartet auf uns. Man wartet. Bitte warten Sie. Es erwartet. So, da sind wir. Kann gleich weitergehen. Zack. Dann wieder hier in den Lambo. Oben angesetzt und die zwei Bahnen noch abarbeiten. Okay, ein bisschen vorsichtig. Nicht, dass wir hier noch aus Versehen gleich Stroh mitnehmen. Und da oben rennt schon wieder ein Reh, oder? Oder ist es eine Berggams? Ein Steinbock oder irgend sowas? Gewagt, gewagt. Mrs. Bambi. So, 19%. Dann kriegen wir das auf jeden Fall hier auch noch rein. Gar kein Problem. Sehr schön. So, sind wir durch. Ja. Anheben und los geht's. Und dann schauen wir einfach mal, was tatsächlich auch beim Stroh der Füllstand ist oder Füllstandlimit ist. So, da haben wir kurz im Rückspiegel unseren
Drescher gesehen und da jetzt unseren Abfahrer. Ja, an der Stelle darf ich die Gelegenheit wahrnehmen, mich nochmal bei euch zu bedanken für eure Kommentare, für euren Support und für eure Däumchen. Und natürlich auch recht herzlich willkommen die Neuabonnenten hier bei mir auf dem Kanal, die sich ja freuen, entweder an den Landwirtschaftssimulator 22, an den wilden The Division Zocks, die ich hier immer veranstalte und jedes Mal hier den Arsch versohlt kriege. Oder natürlich hier an meinem neuen Spiel hier auf dem Kanal EA Sports PGA Tour, unserem kleinen Golfspiel, denn ich spiele ja auch im privaten Golf im Verein. Und das sind so die Sachen, die wir hier auf meinem Kanal zocken. Und wenn ihr jetzt Abonnenten seid, dann freut mich das besonders. Und ich heiße euch recht herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal und sage Servus. So. Wir werden jetzt die erste Fuhre Stroh einfahren. So, da können wir jetzt, glaube ich, einen Weg hochfahren. Ja, genau. Aber das sind natürlich die Bahnen im Buschen enger. Ja, dann fangen wir hier an. Yep, ist unten. Dann legen wir mal los. Tempomat rein. Und er nimmt auf, oder? Ja, ja, passt. Sehr gut. So, jetzt müssen wir mal schauen, fahren wir nach oben oder fahren wir nach unten? Wir fahren nach oben. Aber ich glaube, genau in der, nein, in der Spur steht er nicht. Sehr gut. So, wir sind bei 28, 29. Nein, da steht der Abfahrer nicht in dieser Spur. Dann können wir nochmal wenden und unten eine Bahn lang fahren. So, Siliermittel wird ja jetzt im Moment nicht verbraucht, weil Stroh ist eigentlich witzig, weil wir können ja im Fermenter-Silo Stroh zwar zu Silage umwandeln, aber hier mit Siliermitteln können wir da nichts anreichern. So. Oh, der ist jetzt aber ganz schön tief geflogen, hä? Durchs Feld durch. Und da oben fährt wieder der Zug in die andere Richtung. Oh. Zugbegegnung, auch nicht schlecht. 70%. Oh, der Drescher ist wieder voll und diesmal leider auf der falschen Seite. Naja, werden wir mit leben müssen. 82%, also so wie es aussieht, 85% kann man auf jeden Fall mehr Stroh laden als Gras. Soll mir auch recht sein, weil ich habe so das Gefühl, dass hier das Stroh wesentlich ergiebiger ist. 94%, kann es auch sein, dass genau die 100% für Stroh gedacht sind. 97%. 99, aber wir werden jetzt hier nicht nochmal eine Bahn reinfahren. Ja, dann wird es nämlich so sein. So, aber den lassen wir jetzt erstmal hier stehen. Dann wird es eben so sein, dass die Lademenge hier wohl auf Stroh dimensioniert ist vom Gewicht. Ach, da war der ganze Zeit der Motor an. Hm. So, dann schauen wir mal, wann er hier die Grätsche macht. Moment, bei 53%. Setzen wir uns mal hinter den Drescher.
steigen in den Drescher und fahren rückwärts. Gut, das passt so. Mal kurz gucken. 13.374. So, da geht noch ein bisschen was raus. Füllstand ist hier noch nicht erreicht, aber wir können den dann trotzdem wegbringen. So. Ja, ist er in der richtigen Spur? Wird er das hier mit einsammeln? Ich hoffe doch, Tim. Sehr schön. Dann können wir hier den mal wegbringen, weil 79, da wird nicht mehr so viel reinpassen. So, der andere steht ja hier links. Gut. Sehr schön, sehr schön. Oh, 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 oh. Da haben wir hier ein bisschen geslidet. Auch nicht schlecht. So. Dann bringen wir hier mal das Material zum Silo. Und ich darf mich an der Stelle wieder mal recht herzlich bedanken bei euch. Wie ihr seht, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Und ich sage danke für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß hier an dieser Folge der 30., wenn ich richtig gesehen habe. Und wir werden natürlich hier noch lange, lange, lange auf dieser Alpenmap bleiben, weil die macht mir richtig Spaß, die gefällt mir sehr, sehr gut. Ist einfach eine schöne Abwechslung zu unserem Big Farm Projekt auf Neubartelshagen. Und ich sage recht herzlichen Dank bei euch fürs Zusehen. Und sage wie immer, tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.